der Betonplatz. Das passt nicht in die Stadt drin, oder? Das fand ich jetzt auf den ersten Blick so ganz gut. Weil es irgendwie so ein bisschen schlicht ist. Also und ich glaube halt, dass irgendwie nicht so viel Sinn macht, weil eben hier so viel Verkehr ist. Deswegen glaube ich, wird das nicht so genutzt. Beziehungsweise, wenn mal ein Kind einen Ball verliert und es rollt dann darüber, dann ist es nicht so toll. Es muss jetzt kein Beton sein. Es gibt schöne Alternativen dazu. Das war gut. Weil für Kinder ist gut. Gibt es kein Auto, gibt es keine Straßenbahn. Ist nicht laut, glaube ich. Am besten gefällt mir der Beitrag 1. Man kriegt halt die Straße leider Gottes nicht los, reduziert sie aber wirklich auf ausschließlich 4 Spuren. Also die Abbiegespuren sind einfach weg. Man lässt diesen Unfug von irgendwelchen Überdachungen und so, die absurd sind, weg. Number 5 gefällt mir sehr gut. Ich finde es so schön, mehr grün und so modern aus und dann so frei. Also meiner Meinung nach fehlen die Einbeziehungen der Straßenbahnstationen und des Radverkehrs. Also das fehlt in allen Beiträgen eigentlich. Es ist eine sehr große Freifläche. Trotzdem gibt es Bänke hier. Und es ist irgendwie, sind die Straßenbahnschienen jetzt weiter weg? Keine Ahnung, aber es kommt mir so großzügig vor. Und diese Garageneinfahrt, was ist dort, Tankstelle oder so weiter, das sehe ich jetzt hier auch nicht. Und ich finde diese Teilung sehr gut, dass die Autos sehr weit weg sind und ich finde es gut, das 5er. Was ich aber heute hier gelernt habe, ist, dass das, was so ideal ist, nämlich dass die Straßenbahn direkt parallel zur Straße geht und alles andere wegkommt, noch immer dran hängt, dass man die Tankstelle schließt. Und ich sehe überhaupt nicht ein, warum man hier eine Tankstelle haben soll. Die gehört schlicht und einfach weg. Schlimm genug, dass es eine Tankstelle beim Burgtheater und beim Volksgarten gibt. Das reicht schon. Es ist fast unmöglich, in den ersten Bezirk hineinzufahren vom Schwedenplatz. Es gibt nur so einen Schleichweg über die Postgasse, aber man muss dann eigentlich illegal in die Schönlaterngasse einbiegen. Also man kommt eigentlich nicht weiter. Und das wurde auch, glaube ich, im Wettbewerb nicht thematisiert. Ich komme aus der Natur, sage ich jetzt mal, oder? Und dann, ich liebe es ein bisschen das Grüne, wenn ein bisschen das Grüne einen Einzug hat. Es ist natürlich sehr schwierig, hier auf diesem sehr wichtigen Verkehrsknotenpunkt alles unterzubringen. Ich sehe das schon ein, aber es ist ein bisschen eine Betonwüste für mich.